Scheiße, ist das kalt. Wo will der denn hin? Haltet die Klappe und passt auf. Na ja, schwarmt da nichts Gutes. Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Division. In der letzten Folge haben wir ja schon nach Everlau gesucht. Wir gucken jetzt mal auf die Karte, ob wir da schon den nächsten Schritt haben. Den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Ja. Everlau Teil 2. Den machen wir auch mal eben. Gut, Munition habe ich noch genug. Im Moment scheint sie auch ruhig zu sein. Prügeln sich da schon wieder und schubsen sich. Ah. Ein Hilfsbedürftiger. Die meisten sind jetzt geizig. Sie nicht. Wildlederstiefel. Okay. So. War nicht schon wieder ein Toter? Die sehen nicht sehr nett aus. Ich liebe das Sniper-Gewehr. Gut. Jetzt können wir auch ungestörter mal gucken. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Echo aktivieren. Komm schon. Okay, die ist da also ins Haus rein. Da ist der dritte Teil noch einmal hin. Das müsste die Rückseite vom Häuserblock sein. Von hier vorne kommen wir nicht rein. Wegen der Gittertür. Gittertür. Nee. Da kommen schon wieder welche. Also es ist doch... Ist hier irgendwo ein Nest oder was? Granaten und sowas habe ich alles voll. Ja, ist doch die Rückseite vom Haus. Und da sind natürlich wieder welche. Da hat er doch eben gerade auf den Zivilisten geschossen. Aktives Echo-Signal geortet. Okay. Echo aktivieren. Erstmal sammeln wir ein. Gut. Oh. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Wo will... Scheiße, ist das kalt. Wo will der denn hin? Haltet die Klappe und passt auf. Na ja, schwarmt da nichts Gutes. Krabbeln wir doch mal hinterher. Ich
das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Du musstest was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Okay. Oh, da ist sie ja. Meine Güte, Sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Und was Sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich melde mich. Lau Ende. Gut. Haben wir die doch gefunden? Wollte zuerst mal plündern wir noch die Wohnung von ihr. Müsli-Riegel, super. Aber irgendwo war doch noch ein Loot-Crate. Die Frage ist bloß wo. Es wurde mir doch vorhin hier angezeigt. Wurde mir davor ein Loot Crate angezeigt. Da. Jetzt wird mir eins angezeigt. Auf der Höhe hier. Gibt's doch gar nicht. Muss ich mal auf der anderen Seite gucken gehen. Wenn, dann möchte ich das natürlich auch haben. Hat das geleckt, ey. Ist das da irgendwie auf dem Dach oder was? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Ja, ja, ja. Oh, da kommen schon wieder so ein paar Idioten. Da sind ja noch mehr. Der Obertrottel läuft hier sogar nicht rein. Die bringen uns um. Irgendwo wird mir noch einer. Auf der anderen Seite, glaube ich. Haben die doch glatt auch noch was gedroppt hier? Hui. Mit der letzten Salve doch noch umgehauen. Nur nutzloser Müll. Dass die mich nicht gehört haben. Hui, war knapp. So, hier drüben ist irgendwo noch... Genau. Das Treffen war vor 20 Minuten. Warum die Verspätung? Tut mir leid, ich hatte Probleme und musste einen Umweg machen. Und was hast du mitgebracht? Ich hab nichts. Es waren zu viele, Mann, ich musste abhauen. Nichts? Hältst du das hier für einen Wohltätigkeitsbazar? Glaubst du, wir riskieren unseren Arsch, damit du Schutz und kostenlose Mahlzeiten kriegst? Nein, tut mir leid. Also reiß dich zusammen, sonst wirst du bald feststellen, wie es ist, von draußen reinzuschauen. Wir haben keinen Platz für Totenballast. Das ist die letzte Warnung. Der hört sich aber böse an. Was ist hier denn los? Wo ziehst du denn hin, Mann? Ich muss kurz nachladen. Wenn ich mit dir gleich fertig bin, brauchst du nicht mehr nachladen.
Ui. Man hat Teile gefunden. Ohne sie wäre das ganz anders ausgegangen. Elektronikteile. Ja, aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem Loot Crate. Was hier irgendwo rumoxidiert. Irgendwie muss man noch da reinkommen. Habe ich da oben was übersehen? Das wird mir wieder angezeigt. Auf der Etage hier. Habe ich da echt was übersehen? Kann man die Treppe vielleicht runtergehen? Nö. Aber hier kann ich irgendwie rausgehen. Du hast das nicht kommen sehen, oder? Ach, das ist da drüben. Okay. Das muss man erstmal wissen. Die schulden uns die was. Stadt geht zum Teufel. Wir nutzen nur unsere Chance, das ist alles. Oh, so oft kann man doch gar nicht daneben schießen jetzt hier. Gut, da runter springen kann ich nicht, also muss ich wieder auf die andere Seite. Aber zumindest weiß ich jetzt, wo es ist. Aktives Echo-Signal geortet. Ja, ja, ist ja gut. Was Grünes hat der auch noch fallen gelassen. Eine Zieloptik. Naja. So, und hier war doch irgendwo... Genau. Aber hier ist das wahrscheinlich nicht drin. Mineralwasser. Müsste, glaube ich, ein höher sein. Müsli-Riegel. Hier können wir auch noch aufmachen. Ein Schrank. Eine Mütze drinne. Was haben wir hier drinne? Eine abgetragene Jeans. Gut, also ein Stockwerk höher müssen wir. So, und dann müsste hier irgendwo, glaube ich, der ist noch eins höher. Weh, das ist jetzt hier eine abgeschlossene Tür, den drehe ich ab, ey. Da haben wir einen Schrank, einmal Wasser, da ist das Loot Crate. Sehr schön. Was ist drin? 586er Magnum ist schlechter als meine jetzige Pistole. Eigentlich schade. Einfach den Kühlschrank hier offen gelassen. Gut. Ich denke mal, eine Mission schaffen wir wohl noch. Nach da zurück zum... Ansatz. Es gibt noch viel zu tun, Agent. Falls du es lebend hierher zurückschaffst, haben wir eine Kleinigkeit für dich. Und falls nicht, wüsste ich auch schon, wem ich sie sonst gebe. Ich sehe die Sache praktisch, das ist alles. Over. Okay. Dann machen wir die Blitzreise. Und dann können wir da gleich noch die eine Quest abgeben. Und ich glaube, dann sind wir hier auch fertig. In dem Umkreis hier. Mal gucken, wo wir dann hingeschickt werden. In welches Viertel? Bin ja mal gespannt, was ich als Belohnung bekomme. So. Ich habe hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Sie nicht für diese Serverleiter arbeiten müssen. Ich
Agent, die Tatsache, dass du nicht tödlich verwundet und bei lebendigem Leib von wilden Hunden gefressen wurdest, unterstreicht nur deine Fähigkeiten. Vielleicht war es auch nur eine Laune des Schicksals. Gute Arbeit auf jeden Fall. Nur eine Blaupause gekriegt. Schade, schade. Ja, hier verkaufen wir mal eben Sachen. Ich habe eine riesen Auswahl. Ja, ja, ist ja gut. Gut. Falls Sie noch was brauchen, lassen Sie es mich wissen. Wir sollen jetzt in das Safe House im Hudson Yard gehen. Hören Sie, das ist kein guter Zeitpunkt. Ja, ja, ist mir ja bewusst, dass das kein guter Zeitpunkt ist. Ich will ja auch nur gucken, wo ich jetzt meinen Stoff herkriege. Hier. Ich kriege ja alle paar Stunden hier Stoff drin, ne? Wissen Sie was? Sie brauchen das hier. Ich brauche gar nichts davon. So. Munition aufgefrischt. Dann gucken wir mal auf der Karte, wo das Safe House im Hudson Yard ist. Das ist da hinten. Genau da müssen wir jetzt hin. Aber hier unten sind auch noch hier vom Hub noch welche. Noch Aufträge. Stufe 2 bis 4. Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Okay, wir gehen erst nochmal zurück zum Hub hier. Also Camp Hudson. Und machen hier noch die restlichen Aufträge fertig. Bevor wir jetzt nach da hinten hinlatschen, weil die sind vom Levelbereich niedriger. Da können wir nochmal schön ein paar EP abgreifen. Was haben wir da? Satellitenverbindung. Agent, hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem. Jemand hat an den Antennen rumgepfuscht und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Bei deinem Verstand und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen? Hört sich irgendwie notgeil an, die Alte. Oder machen wir hier Kampf? Da kriegen wir 690 XP, 60 Medizin, Flügelgüter, 34 Credits. Virendaten sammeln und hochladen. Ja, warum auch nicht? Dann machen wir das eben schnell noch. Versuchen wir zumindest auch schnell zu machen. Sie sind geil, Mann. Hey, hast du Mike gesehen? Nett von Ihnen. Schultertasche. Willkommen zum nächsten Scheiß. Gut. Ich glaube, das schaffen wir diese Folge, glaube ich, vielleicht doch nicht mehr. Aber hier laufen überall noch ein paar so kleine Gegner rum. Die machen wir auf dem Weg dahin natürlich noch weg. Ja, schon wieder was Grünes gedroppt. Vergessen, auf welcher Seite... Gut. Und wir laufen schon mal hin. Da können wir es gleich in der nächsten Folge direkt angehen. Wie kommen wir da jetzt hin? Ah, sind da schon wieder welche? Oh, die haben mich gesehen. Sieh ja die ganzen Zivilisten umbringen, ey. Es ist hart. Haben Sie den Verstand verloren? Gott, oh Gott. Na los, gib mir was. Was treiben Sie sich hier herum? Ich glaube, das war ein Granatenpack, was da hochgegangen ist.
Dann wollen wir mal hier mal gucken. Ah, ist auch noch was. Überlebensratgeber. Hier brauche ich nichts looten, weil mein Inventar ist eh schon voll davon. Meine falsche Seite rausgelaufen, verdammt. Gut. Da draußen ist doch was. Oh. Du kannst weglaufen, wenn du willst. Hier, Kaffee, du hast keine Chance. Oh, ein Gelber. Aua. Ja, ey, komm, ist klar. Für ein Scheiß, ey. Gut. Jetzt kann ich wieder die ganze Strecke laufen. Naja. Laufen wir in der nächsten Folge natürlich hin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.